Yo Leute, was geht? Maro am Start, freut mich, dass ihr dabei seid zum neuen One Piece Pirates 4 Video. Es gibt mal ein etwas anderes Video und zwar ein Zusammenschnitt, eine Wiederholung von dem Livestream auf Twitch. Wir haben die Mission Echte Pirates gemacht mit The Ninja Spooky und Osaru. Link zu den beiden Boys auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Ich habe mit Whitebeard gespielt, Spooky hat mit Ruffy gespielt, beide Charaktere waren Max. Und jetzt habt ihr sozusagen hier den Ausschnitt aus dem Twitch Livestream. Lasst mich gerne wissen, ob ihr solche Ausschnitte öfter haben wollt auf YouTube, also von den Livestreams, und schaut gerne auf Twitch selber vorbei, falls wir da streamen. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Komm, jetzt wird gegrindet, Alter, Leute. Jetzt geht's ab. Echte Pirate Warrior. Macht euch bereit für einen heftigen, brutalen Kampf. Was? Ich muss off? Okay. Ciao. Warum ich ziehe jetzt einfach der Gabel ab. So. Jetzt geht's ab hier. Whitebeard ist die One-Man-Army, die wir hier brauchen. Varia, Marutoxy 2020. Komm, alles One Piece, Varia. Komm, Androids. ADF, Kaido und Big Mom. Wie nett, die sich anschauen. Da geht's nicht ab. Flamingo, Alter. Der mir abhauen will. Ja, bist du auch durch Flamingo gegangen? Hä, wieso kämpfen wir gegen die gleichen Gegner? Verstehe ich gar nicht. Nee, weil das ist halt bei, wieder bei mir Delay. Du bist bei mir oben vorne bei Crocodile. Ja, bei mir stand er auch woanders. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt Dinger knocked. Ja, bei mir ist er auch weg. Jetzt bin ich bei Crocodile dran. Oh, Digga, richtig verfehlt die Ult. Ah, nee, wobei. Geht, glaub, auf eine größere Fläche. Dieser Dragon Calvary habe ich jetzt freigeschaltet, gell, bei. Nice, ja, Mann. Ist heftig. Der ist so heftig. Alter, weg mit dir, Croco Boy, Alter. Ey, kann man Dragon spielen? Hä? Dragon? Ja. Gibt's, wie meinst du? Ich hab Dragon Calvary gesagt. Nee, aber Ding, Ruffys Vater. Vater? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Sicher, oder? Den Taro Moxie. Gab's den mal? Hab den Dragon Calvary. Moin, yo. Kommt alle ein Stück Piratenkrieger Vierfall, weil das hier auf jeden ich Fall. Alle okay, eine Tierling. I need a hero. Arthur ist nicht so, Mann, um ehrlich zu sein. Ich bin 14 Sekunden da und danach haben wir das, glaube ich, nicht geschafft. Number 2, please heal me. Zack, und jetzt hier, Alter, weg mit dir, Lore, Junge. Puh. Dankeschön. Ich bin auch gerade an Lore dran. Danke, Mann. Hä? Setz Strohhut auf, soll ich? Soll ich den legendären Strohhut aufsetzen? Ja, bitteschön, nur für euch. Nice, Alter. So. Hier alles geklärt, weiter geht's. Das geht doch relativ schnell. Ja, am Ende wird's zäh. Ein Stück Plattenfieger ist echt ein schönes Skin. Mehr Game-Lauer, ne? Wusstest du, dass man bei manchen Charakteren... Aber jetzt... Fighters, ja? Mhm, so verspotten, meinst du? Ja, nicht verspotten. Zorro zieht zum Beispiel Stirnband auf. Ja, genau. Macht Strot und so. Laut zieht sein Hut ab. Richtig geil. Aber safe, du kämpfst jetzt gerade bei mir gegen Mihawk. Stimmt das? Ja, gegen Mihawk und Hancock jetzt gerade. Okay, bei mir ist Buggy. Okay, ich komm. Danke. Oder wo bist du? Hallo? Bitte, bitte. Ja? Ich bin hier. Seh's. Mach mal mit Segment 6x Viereck und dann Dreieck. Mach ich gleich danach. Hast du Black Mamba schon gesehen? Ja, ich glaub schon. Müsste eigentlich schon alles gesehen haben. Da, wo von der Luft runterhaut. Ja, das hab ich schon gesehen. Okay, das ist heftig, Alter. Ich hab's einmal hinbekommen und wusste dann nicht mehr, wie ich's also wie ich's, was ich gemacht hab. Ja, ja. Bis ich gesehen habe, dass du bei Snakeman ja bis zu 8x Viereck machen kannst. Marco auf jeden Fall. Ja, das, ich glaube, der kann die längsten Kombos machen, der Snakeman. Ja, von Ruffy schon. Aber generell zum Beispiel Ace und Sabo haben auch bis zu 8x Viereck Kombos, gell? Echt? Ja, Katakuri auch. Das ist krass. Deshalb, ich glaube, die meisten Charaktere, Carrot auch. Egal, was geht, ist es anfängt mit einem Sing-Song und Sabo. Wie oft? 6x. Ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum ich nicht? Ja, das war's nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das war's auch nicht. Da, wo er so gegen die Luft haut und dann musst du es aktivieren, das ist der beste Zeitpunkt.
Mau, wie kann ich die Support-Charaktere auf Level 5 bringen? Du musst am besten einfach die Support-Charaktere... Also du musst Missionen aussuchen, wo du die Support-Charaktere am Start hast, zum Beispiel Jack oder sowas, oder wen du leveln willst, keine Ahnung. Und dann musst du einfach die müssen einfach am Start sein in der Mission oder gegen die kämpfen, glaube ich. Und dann sollte das klappen, dann sollten die gelevelt werden. Aber welche Missionen genau das sind, kann ich leider auch nicht aus dem Kopf sagen. Da müsste man echt mal so eine Liste machen, um zu gucken. Oh, ich krieg gerade hier gegen die drei Admiral ein bisschen Leben gezogen. Sie geben und sie nehmen. Nein, ich glaube, ich hatte da was. Nein, ich wurde unterbrochen. Ich spiele die Song so Racker, ne? Ein Pop, ich hab Munde. Was? Munde! Ach, leck um hier, Alter. Warte, ich mach White Arcane so kaputt, Alter. Warte, kurz auf der Welt, und jetzt habe ich Ohrwurm von deiner Pan. Schön dir. Wenn das Gatling macht, ja, okay, dann probier's nachher nochmal. Der haut so komisch gegen die Luft und dann musst du es machen. Das ist kurz bevor er komplett fertig ist. Vom Fiddlesticks. War halt voll schwer das zu sehen, weil er so schnell ist. I think I'll let you suffer for a while. Mach mal eine Marotoxi-Drachenbande, Alter. Viermal Kaido, Alter. Boah, hier geht's auch grad ordentlich ab. Leute, wir müssen gegen Ivankov und Sabo kämpfen. Ja, die sind da unten aber, gell? Was ist Fiddlesticks? Ja, ich weiß. Aber erstmal hier die Platt machen, Sengoku und Gab. Ja, nice. Ja, das kriegen wir, Digga. Mit Whitebeard-Ruffy-Kombi kriegen wir das hin. Endcharakter wird halt kritisch, sag ich dir gleich. Also, was ist kritisch? Wahrscheinlich, oder? Ah, lass dich überraschen. Was wir gemeint haben. Ah, wahrscheinlich Shanks. Also Blackbeard oder Shanks wird sein, keine Ahnung. Oder ne, so. Chopper. Ah, woher wusstest du, dass es Chopper wird? Digga, Chopper ist anders krass. Er ist Legende. Mit seinem Scorpio. Tschö, was ist hier alles los? Yeah. Guck mal, Kaido ist jetzt schon da. Das kann ja nur Shanks oder Dings sein hier. Blackbeard. Die, also ist er. Die Summe. Für den Prediction Master. Global, warte. Katakuri und Big Mom sind auch hier, gell? Ich wäre dann bereit für die Fischer. Sunscreen. Oh boy, Dragon. Stehen sie es nicht? Alter, ich kann meine ganzen Specials nicht einsetzen. Ja, ich muss gerade auch erstmal aufleveln. Am besten bei den Kleinen aufleveln. Wenn ich. Nee, ich meine, ich hab die eingesetzt, dann wurde ich immer unterbrochen. Auf derselben Stage zu joinen, weil ich eine Vierer-Quest hab. So, komm, Alter, jetzt kommt hier ran, Leute. Wie du einfach bei mir auf Jack stehst, WTF! Der ist bei mir einfach schon tot. Jetzt muss ich gleich anschauen. Du standest richtig auf seinem Rücken oben drauf. Mach die Frage, Schatz, jetzt. Boah, Alter, ich muss mal hier mal raus, Alter. Boah, ich werde das Heul auf. So, 1, 2, 3, 4. Alle Speed-Typen können bis zu 8x4 einsetzen, denke ich mal. Boah, das weiß ich gar nicht, ob es mit Speed-Typ zusammenhängt. Kann gut sein, ja. Krass. Dorororo. La Camamba. Dorororo. Wie lange streamst du noch? Gute Frage, Interdict. Kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich schon noch eine halbe Stunde, eine Stunde. Boah, mein Leben, Digga, uff. Genau, Mann, vom Snack. Was machst du, Sarum? Ja, ich warte auf euch. Guten Abend, komm gleich wieder online, alle gesund. Yo, Edward, wir sind alle gesund. Hoffe, du auch. Ja, Mann, Bro, war das. Richtig gut. Ivankov, Alter, geh mal weg. Noch eins? Holt ihr noch eins? Bekommt man was Besonderes bei der Mission echte Pile Barrier? Ja, Ruhm und Anerkennung, dass du ein echter Pile Barrier bist. Nee, du bekommst dadurch, das ist glaube ich die letzte Mission, ich weiß nicht genau, was du da freischaltest. Ich glaube, dann sind die restlichen Missionen alle auch offen. Ich glaube, du kriegst auch eine heftige Münze, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Du kriegst so eine goldene Ruffy-Münze von mir. Ja. Also, Sabo besiegt und Burgess. Aber für was braucht man die Münze? Das ist eine gute Frage. Bei mir ist gerade Teach und Whitebeard, gell? Bist du auch hier? Ja, ich komme. Also jetzt, wenn Teach und Whitebeard jetzt schon da sind, dann rate mal, wer da noch kommt. Weißt du, dass bei Ruffy diese Lebenfähigkeit, wo er in seinem Boot... Dass die voll OP ist, weil du kannst ja Gear 4 und Snake Man dabei haben. Ja, ja, ich weiß, deshalb finde ich ja Ruffy als einer der stärksten. Ja, ja, du hast zwei Awakenings. Du kannst dein Leben doppelt heilen, ey. Du hast auch zwei Awakenings und das ist krass.
Ich habe mir nämlich erst gedacht, vielleicht kann man gar nicht beides nutzen. Habe ich auch gedacht, aber du konntest einfach beides mitnehmen, deshalb war mir schon klar. Ich habe auch beides. Ja, ja, klar. Ich habe dann noch Königshaki am Start mit Ruffy auf Viereck. Und dann habe ich noch das, wo er sich so aufbläst und voll in die Menge rein donnert. Ich feiere den Move auch übelst, diese Ulti. Stell dir mal vor, Gear 4 wäre hier im Spiel so wie bei Dressrosa Arc, dass er sich dann ein paar Minuten nicht bewegen kann. Ah, das wäre krass. Oder was ich auch lustig fand, ich weiß nicht, ich habe kurz wegen dem Video wieder mal den Ruffy vor den 2 Jahren genommen, also vor dem Timeskip. Und der, wenn er ja die Gear 3 Ultis macht, dann wird er wieder so klein. Ich feiere diese Figur auch so mega. So nice. Aber Gott sei Dank ist das raus nach Timeskip, ey. Hä, fuck, ich bin zurück. Oh, falsch geklappt. Komm, Alter, Ace. Wie lange der durchhält. Ich bin dein Vater. Alter, dieser Move in Whitebeard ist auch so heftig, Alter. In der Luft. Ist krass. Ja, das war klar, Shanks. Shanks. Das ist der letzte. Die Musik ändert sich auch, das ist der letzte. Aber jetzt gönn dir mal sein Leben. War so klar, dass es der. Jetzt geht's ab, Alter, komm, safe. Mach du mal kurz allein, ich geh kurz aufs Klo, gell? Alles klar. Schaff ich easy, Alter. Shanks hat ja nur 2 Dings hier. Schilde. Der Block mit 5 Hits oder so gerechnet. Ja, ich glaub. Das Ding ist mit einem Vollmax Whitebeard, das ist halt schon ehrlich nicht so schwer. Dein Ruffy ist ja auch, glaub, auch Vollmax. Mein Ruffy ist auch voll. Ja. Meine Fresse, lass mich runter, ich komm gar nicht mehr runter. Ich spiel Ping-Pong mit mir. Also ich glaube, Sengok ist kaputt. Kaputt. Mihawk und Shanks aber auch gleich down. Ja, easy, Alter, so geht's richtig krass. Jörg auch weg, jetzt nur noch Shanks. Guck mal, sein Schild ist auch wieder direkt down. Dann machen also wir noch mal den. So schlecht finde ich den nicht so gar nicht, gell? Ja, ja. Liegt auch daran, dass ich dabei bin, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, wir würden das sogar hinkriegen, wenn wir Chopper nehmen würden, auf Max. Ja, GG. War easy. Nice. Boah, hier, Alter, Leute, gönnt euch wie viele Missionen, wie viele Münzen einfach von den ganzen Charakteren. Nee, jeder Charakter, der hier vorkam, wurde, glaube ich, gelevelt. Beziehungsweise hat Münzen gedroppt. GG, wo ist Osaru? Der ist jetzt wieder am Start. Ich glaube, der hat sich gestummt.